In diesem Video erfährst du, wie du deinen oder deine Ex wieder verliebt in dich machen kannst. Ich bin Dr. Stefan Kraft, Gründer und Experte bei Szenario 2 und heute zeige ich dir, was Liebe eigentlich genau ist, weil dann wird es für dich umso klarer werden, warum du bei deinem oder deiner Ex wieder Liebe auslösen kannst, auch wenn es derzeit vielleicht nicht ganz danach ausschaut. Und am Ende vom Video zeige ich dir einen Weg, wie du den Amor sprichwörtlich wieder dazu kriegst, den Liebespfeil auf euch beide abzuschießen, sodass zwischen dir und deinem oder deiner Ex wieder Liebe entstehen kann. Du bist nur ein bisschen skeptisch? Dann schau dir das Video jetzt an und ich bin mir fast sicher, dass sich deine Skepsis bis zum Ende in Staunen umgewandelt hat. Fangen wir am besten aber ganz am Anfang an. Was ist Liebe eigentlich? Wir bei Szenario 2 vertreten da ein bisschen einen wissenschaftlicheren Ansatz als eben die klassischen Konzepte von Liebe, wo man dann sagt, Liebe ist Seelenverwandtschaft oder Liebe spürt man oder spürt man nicht. Das wäre ja dann quasi wie bei einem Lichtschalter. Da drückt man dann drauf und plötzlich ist alles mit Liebe ausgeleuchtet. Und dann kommst du irrtümlich bei dem Lichtschalter an und dein Ex hat dann plötzlich keine Gefühle mehr für dich oder sagt dann zum Beispiel, dass die Liebe weg ist. Das wäre ja nicht wirklich lustig im Leben, wenn es so wäre. Aber was ist jetzt Liebe eigentlich? Und bevor wir darauf kommen, nur die kurze Erinnerung, abonniere unbedingt unseren Kanal, wenn du mehr Videos von Szenario 2 zum Thema Ex zurückhaben möchtest. Und klick neben dem Abonnieren-Button auch noch auf die Glocke, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es neue Videos von uns gibt. Wir bei Szenario 2 lehnen uns da gern ein bisschen an die positive Psychologie an und wir merken durch die vielen Rückmeldungen, die wir per E-Mail kriegen, dass dieser Ansatz, eben was Liebe betrifft, von den Menschen sehr gut aufgenommen werden kann. Dass es also ein sehr anschauliches Konzept ist, wo man sozusagen gleich was tun kann und wo man nicht ständig auf den Zufall hoffen muss. Liebe ist dann auch, so ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn man in gehäufter Anzahl schöne Momente mit irgendwem verbringt. Jetzt nicht nur sexuelle schöne Momente, sondern generell schöne Momente. Und das gefällt mir sehr gut und das sagt auch Stephen Covey so treffend. Er sagt nämlich, Love is a Verb. Also Liebe ist ein Verb. Das funktioniert im Englischen ein bisschen besser als im Deutschen. Aber es soll heißen, Liebe ist eine Aktivität. Liebe bildet sich über die Zeit, wenn man einander vertrauter wird und wenn man sich sicherer fühlen kann beim Partner. Und jetzt merkst du sicher auch schon, warum wir da bei Szenario 2 sagen, dass man Liebe wieder beleben und wieder auslösen kann. Was passiert also bei einer Trennung? Dein Ex hat aufgehört, dich zu lieben. Und zwar nicht von heute auf morgen, sondern das passiert in der Regel über einen Zeitraum. Und zu diesem Entlieben gehören immer zwei. Wenn man in einer Beziehung ist, dann wird man manchmal ein bisschen faul oder ein bisschen nachlässig. Da wird dann viel selbstverständlich. Da bemüht man sich dann immer ein bisschen weniger, weil man hat ja jetzt wen und man bemüht sich auch weniger um den Partner. Und wenn die Liebe und die Gefühle dann irgendwann weg sind und man das dann als Trennungsgrund ins Gesicht geklatscht kriegt, dann ist man in den allermeisten Fällen nicht ganz unschuldig dran. Weil der oder die Ex trennt sich ja in der Regel nicht aus Jux und Tollerei. Eine Trennung ist nämlich nie leicht und super und lustig, für dich nicht und glaub mir auch für deinen Ex nicht. Und vielleicht hast du ja auch schon eine Idee bekommen, was diese Sache sein könnte, die deinen Ex da irgendwie zur Trennung veranlasst hat. Wer also den Partner immer ein bisschen vernachlässigt oder nicht ganz so gut zuhört mehr oder vielleicht dann nicht mehr auf die Bedürfnisse eingeht, der wird dann irgendwann die Rechnung präsentiert kriegen und die ist meistens in Form einer Trennung. Und das Gute dabei ist, du kannst die Liebe wieder herkriegen. Du kannst für dich also wieder damit beginnen, aktiv zu lieben, aber du musst auch deinen Ex dazu kriegen, dass er oder sie wieder aktiv liebt und sich um dich bemüht. Und darum wird es ab sofort in diesem Video gehen. Ihr habt ja einen Weg versprochen, wie du bei deinem Ex wieder Liebe für dich wecken kannst. Und dafür werde ich dir jetzt drei Voraussetzungen sagen, ohne die du nicht wieder zu Liebe gelangen kannst. Also, du schaltest quasi beim Ex nicht wieder die Liebe ein, so wie bei dem Lichtschalter, sondern du musst ihn oder sie animieren oder eine Einladung aussprechen, so nach dem Motto, hey, komm, mach wieder mit, ich gebe schon alles, was ich habe. Und je nachdem, was in der Beziehung seit der Trennung passiert ist, wird es schwerer oder leichter sein, dass der Ex dir das glaubt. Und was du tun kannst, damit dein oder deine Ex dir das wieder glaubt, dafür gibt es eben diese drei Voraussetzungen für Liebe.
Die erste Voraussetzung für Liebe sind positive Emotionen. Das kann ich jetzt auch ganz stark aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Stell dir am besten so vor, jedes Mal, wenn du es schaffst, dass du in deinem Ex eine positive Emotion auslöst, wie zum Beispiel ein Lächeln, dann gehst du einen Schritt weiter in Richtung Liebe. Weil damit zeigst du deinem oder deiner Ex, hey, schau her, mit mir kannst du schöne Momente verbringen. Und genau das meint Covey damit, wenn er sagt, dass Liebe eine Aktivität ist. Und wenn diese Momente häufiger werden und wenn das über einen gewissen Zeitraum geht, dann entwickelt sich daraus Liebe und dein Ex wird dir dann auch glauben, dass es sich für ihn oder sie lohnt, sich wieder auf dich einzulassen. Ich möchte jetzt diese erste Voraussetzung für Liebe noch ein bisschen genauer anschauen, weil wir bei Szenario 2 sehr, sehr, sehr oft merken, dass es da hapert. In der Liebe steckt nämlich auch Liebsein drinnen, also im Sinne von wertschätzend und respektvoll. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir eine kurze Geschichte von Thomas erzählen. Der Thomas hat unsere Ex-Zurück-Strategien super gut angewendet. Es hat alles gut funktioniert, also der Kontaktaufbau hat funktioniert und dass dann auch beide wieder ins Schreiben gekommen sind. Aber da war dann vorläufig mal ein bisschen Endstation. Seine Ex hat nämlich dann irgendwann gesagt, jetzt hör auf, ständig so bevormundend zu sein. Du bist ja immer noch genauso wie früher. Was ist da passiert? Sie hat ihm als konkretes Beispiel dann erzählt, dass sie an einem Tag oder nach einem anstrengenden Tag nach Hause gekommen ist und ihm gesagt hat, dass sie müde war. Und er hat darauf geantwortet, du, dann würde ich einfach einen Spaziergang machen, auch wenn es dich überhaupt nicht freut, aber das hilft das sicher. Weil für ihn war das klar, sie ist müde und dagegen hilft es, wenn man sie ein bisschen bewegt. Und er hat das auch aus einer lieben Energie gemacht und das auch sehr lieb gemeint. Aber sie hat es eben nicht lieb aufgefasst, sondern bevormundend. Und da war der Thomas dann auch bevormundend. Nicht in seiner Wahrnehmung, aber in der Wahrnehmung von seiner Ex. Und das meine ich dann mit lieb sein, mit wertschätzend sein. Nämlich mal zu hinterfragen, ob das, was du tust, wie du glaubst quasi, dass du positive Emotionen beim Ex auslöst, ob das dann auch tatsächlich so ankommt, wie du das gerne hättest. Weil es könnte genauso sein, wie eben im Beispiel beim Thomas, dass du dir denkst, dass das voll super ist und dein oder deine Ex sieht das vielleicht komplett anders. Also was ist beim Thomas dann passiert? Mit unserer Hilfe hat er das dann erkannt, dass die Wahrnehmung von seiner Ex nicht zwingend auch seiner eigenen Wahrnehmung entsprechen muss. Und er hat dieses Verhalten dann relativ schnell abgestellt und es hat sich alles wieder gut entwickelt zwischen den beiden. Die sind übrigens immer noch glücklich miteinander, damit diese Geschichte auch zu Ende erzählt ist. Kommen wir zur zweiten Voraussetzung für Liebe. Sprich nicht über die vergangene Beziehung. Vermeide also alles, womit du deinen oder deine Ex wieder an die vergangene Beziehung erinnern könntest. Insbesondere ist es wichtig, wenn die Trennung ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen an einen Rosenkrieg gegrenzt hat. Wärme also nicht wieder jene Dinge auf, die in der Vergangenheit bleiben sollten und nichts bringen, wenn man darüber redet. Uns schreiben täglich so viele Menschen auf YouTube, am Blog, per E-Mail und sehr oft lesen wir da, dass sie die Trennung und das, was war, richtig gehend zerreden oder zerreden wollen. Und damit kocht man nur alles wieder und wieder auf. Beim Ex-Zurückgewinnen musst du die alte Beziehung regelrecht begraben. Die ist aus und die ist vorbei. Und dann eine neue Beziehung zwischen euch aufbauen. Du wirst ja nicht die alte Beziehung wiederherstellen, denn die ist ja gescheitert, sondern du möchtest es ja nochmal neu probieren und unter anderen Voraussetzungen nochmal neu probieren. Und damit sind wir bei der dritten Voraussetzung für Liebe. Werde wieder zu jener Person, in die sich dein oder deine Ex verlieben kann. Und diesem Wieder kommt da eine ganz entscheidende Rolle zu. Denn dein oder deine Ex hat sich schon mal in dich verliebt. Geh also mal in dich, reflektier mal ein bisschen die Trennungsgründe und krieg eine Idee davon, ob es da was vielleicht gegeben hat, was dir dein oder deine Ex oft gesagt hat, du es aber nie gehört hast. Und veränder dich selbst, zeige deinem Ex, dass das, was vorher negativ war, jetzt nicht mehr besteht. Also nochmal, es gab Gründe, warum sich der Ex getrennt hat und die musst du finden und die musst du eliminieren. So, aber jetzt kommen wir mal endlich zu dem, worauf du dich vielleicht in diesem Video schon sehnlich freust, nämlich wie du deinen Ex wieder dazu kriegen kannst, sich in dich zu verlieben. Nämlich den ersten Schritt, den kennst du jetzt schon, halte dich an diese drei Voraussetzungen für Liebe. Und dann mach das Folgende.
Nehmen wir also an, du hast dich durch den Dschungel gekämpft, hast Berge überquert und Schluchten durchschritten und jetzt stehst du an einem letzten Fluss, auf dessen anderer Seite dein Ex und die Beziehung wartet. Und dein Boot, welches dich über diesen Fluss bringt, das ist die Liebe. Dazu gibt es eine interessante und recht bekannte Studie, nämlich vom Psychologen Arthur Aaron und seinen Kollegen. Also was hat der gemacht? Und zwar hat der Menschen einander 36 Fragen stellen lassen. Und zwar Fragen, die allmählich immer persönlicher und intimer wurden. Angefangen hat das mit so relativ banalen Fragen wie, wenn du es dir aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne ein Abendessen haben? Und das Ganze ist dann weitergegangen bis hin zu Fragen, dass man dem Gegenüber einen richtig peinlichen Moment von sich erzählt. Und die zweite Gruppe, also so die Kontrollgruppe, die hat einander reine Smalltalk-Fragen gestellt. Wie zum Beispiel, wann bist du das letzte Mal mehr als eine Stunde spazieren gegangen? Oder welche Magazine hast du abonniert? Da ist jetzt nichts sonderlich persönlich geworden. Wenn du jetzt denkst, dass diese Smalltalk-Fragen eh schon sehr persönlich sind, dann wäre ein Video über persönliche Gesprächsthemen dran. Wenn du dir das denkst, schreib das einfach unten in die Kommentare und ich mache dann in nächster Zeit ein Video dazu. Aber wieder zurück zur Studie. Wir haben also zwei Varianten. Wir haben einmal Fragen, die immer persönlicher werden und wir haben einmal Fragen, die relativ oberflächlich bleiben. Aus der Idee, wo die Menschen anschließend mehr Verbundenheit zueinander gespürt haben? Naja, wenn ich schon so frage, ist es wahrscheinlich klar und aufgelegt, natürlich bei den Fragen, die immer persönlicher geworden sind. Wenn du dir jetzt denkst, die Liste, die brauche ich unbedingt, dann hast du Glück, denn die kriegst du selbstverständlich hier bei uns. Du kannst sie dir hier oben holen, indem du auf das i klickst. Und zusätzlich haben wir diese 36 Fragen mit je einer Überleitung versehen, wie du gekonnt auf diese Frage hinleiten kannst. Weil die meisten dieser Fragen, die stehen relativ für sich. Und wenn du die einfach dann so im Gespräch stellst, dann wird die in den allermeisten Fällen dein oder deine Ex ziemlich verwirrt anschauen und sie fragen, was da gerade in dich gefahren ist. Also hol da unbedingt diese coole Liste mit den Überleitungen, findest du sonst nirgends im Internet, das gibt's wirklich nur hier bei uns bei Szenario 2. Also was kannst du jetzt für dein Ex-Zurück-Projekt von dem mitnehmen? Der Weg über diesen Fluss, also dieses Boot, das dich über diesen letzten Fluss zum Ex, zur Beziehung bringt, das ist das persönliche Gespräch. Also das, wo man einmal von sich selbst was preisgibt, wo man sich selbst verletzlich zeigt und wo man sich auf den anderen Menschen, also deinen oder deine Ex, auch einlässt. Wenn also die positiven Momente nicht nur so Oberflächlichkeiten bleiben, sondern wenn es intensiver und persönlicher wird zwischen euch. Wenn zum persönlichen Gespräch auch zum Beispiel vertraute Berührungen dazukommen. Und so baust du quasi Schritt für Schritt wieder die Liebe zwischen euch auf. Und du schipperst dann sozusagen bequem mit dem Boot rüber zum Ex und rüber zur zweiten Beziehung zwischen euch. Und beenden möchte ich dieses Video noch mit einem Tipp für die Treffen mit deinem oder deiner Ex. Weil da ist es ja insbesondere dann ganz, ganz wichtig, persönliche Fragen zu stellen, sodass du wieder eine Verbindung und schließlich Liebe zwischen euch aufbauen kannst. Der letzte Abschnitt unserer Ex-Zurück-Strategie, das sind eben die persönlichen Treffen. Und zwar braucht es in der Regel nicht nur eins, sondern mehrere. Also nicht so nach dem Motto, wir haben uns jetzt einmal getroffen und dann sind wir wieder zusammen. So wie bei den 36 Fragen sollen die Dates auch da immer persönlicher werden. Zuerst also sollen sie mal locker, ungezwungen sein und dann immer romantischer und intimer werden. Und ein guter Einstieg, wie du ein Treffen schon in eine relativ gute Anfangsstimmung bringen kannst, ist es, wenn du deinem oder deiner Ex zu Beginn ein kleines Kompliment machst. Und zwar wirklich ein kleines Kompliment. Schmier ihm oder ihr da nicht irgendwie so einen Honigbatzen ums Maul, sondern mach es so. Du kannst zum Beispiel ein kleines Kompliment machen übers Outfit oder über den Duft oder auch, dass der Ex eine coole Location fürs Treffen ausgesucht hat. Wenn du die auch kennst, diese Locations, dann kannst du immer nur sagen, wow, danke, dass du das vorgeschlagen hast. Ich war schon ewig nicht mehr da und ich mag diesen Laden ja ganz besonders. Und damit möchte ich es auch heute belassen. Nochmal zur Erinnerung, die Liste mit den 36 Fragen inklusive Überleitung, wie du diese Fragen elegant in ein Gespräch einflechten kannst, die findest du hier, wenn du oben auf den Link klickst, also auf dieses i. Oder natürlich findest du den Link auch in der Description unter dem Video. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und es würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, hier auf YouTube oder auch auf unserem Blog. Tschüss, Baba und bis bald.